Mit dem Dämonenkern sollte eine dritte Atombombe gebaut werden, doch das Objekt tötete zwei der Forscher auf bizarre Art und Weise. Diese Geschichte ist unglaublich und würde euch aus den Socken hauen, also bleibt unbedingt bis zum Ende dran und wenn es euch gefällt, dann freue ich mich galaktisch über einen Daumen nach oben und einen Kommentar, denn dadurch kriegen wir den YouTube-Algorithmus dazu, dieses Video noch mehr Menschen anzuzeigen, die dann auch was lernen. Vielen Dank, Leute, und herzlich willkommen. Sicherlich habt ihr auch schon mal Fehler begangen und durch irgendein super doofes Missgeschick kam es zu einer eher suboptimalen Situation. Aber Folgendes ist euch bestimmt noch nie passiert. Im Kern einer Atombombe, durch die falsche Verwendung eines Schraubenziehers eine tödliche Strahlenkettenreaktion auslösen. Das ist keiner meiner dummen Witze, sondern wirklich passiert. Aber immer mit der Ruhe, beginnen wir mal am Anfang der Geschichte. Der Zweite Weltkrieg endete kurz nach dem Einsatz der amerikanischen Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki. Dass das japanische Kaiserreich dann kapitulieren würde, war aber nicht klar und deswegen arbeitete man in den USA an einer dritten Atombombe. Der Kern dieser Atombombe war eine 6,2 Kilogramm schwere Plutoniumkugel, die man heute als den Dämonenkern bezeichnet oder auf Englisch Demon Core. Und diesen Spitznamen hat sie sich wirklich verdient, wie ihr gleich hören werdet. Erstmal stellt sich ja die Frage, warum die USA diesen Plutoniumkern nach dem Zweiten Weltkrieg überhaupt behalten haben. Man weiß ja nie, wann man mal den Kern einer Atombombe brauchen kann. Ich habe auch immer einen dabei. Die Forschung an Atomwaffen ging nach dem Krieg weiter und obwohl es seitdem nicht mehr zu einem Kriegseinsatz kam, gab es durchaus Einsätze im Rahmen von Tests. Der Demon Core sollte ursprünglich im Rahmen der Operation Crossroads eingesetzt werden, eine Serie von Atombombentests, die von den USA durchgeführt wurden, um die Auswirkungen von Kernwaffen auf Kriegsschiffe zu untersuchen. Im Rahmen der Operation Crossroads kam es zu zwei Kernwaffentests mit den Bezeichnungen Abel und Baker. Diese Tests erfolgten auf dem Bikini-Atoll im Pazifischen Ozean. Kommt euch vielleicht bekannt vor und ganz ohne Witz, vermutlich wollten die Macher von SpongeBob mit dem Namen Bikini Bottom wirklich eine Anspielung genau darauf machen. Der Demon Core wurde letztlich aber nicht bei einem solchen Test eingesetzt und vorher eingeschmolzen und das vermutlich wegen den tragischen Ereignissen, die er ausgelöst hat. Der erste Unfall geschah am 21. August 1945. Der Physiker Harry Dalian führte ein Experiment durch, das darauf abzielte, die kritische Masse des Plutoniumkerns zu bestimmen. Das bedeutet, er wollte herausfinden, wie nah der Kern an den Bedingungen für eine selbsttragende Kettenreaktion war. Das ist eine entscheidende Info für das Verständnis der Neutronenphysik und der Funktionsweise von Kernwaffen. Was eine solche Kettenreaktion in einem Plutoniumkern genau ist, das schauen wir uns gleich noch genauer an. Harry Dalian baute Wolfram-Karbid-Blöcke um den Demon Core auf, um dessen kritische Masse zu untersuchen. Wolfram-Karbid ist ein Material, das Neutronen reflektiert. Und deswegen fungierte es in diesem Experiment als Neutronenreflektor um den Demon Core. Hier seht ihr einen Nachbau des Versuchs und um die Plutoniumkugel herum die Wolfram-Karbid-Blöcke. Indem man den Plutoniumkern mit Wolfram-Karbid umgibt, erhöht man die Anzahl der Neutronen im Kern, die zur Aufrechterhaltung einer Kettenreaktion benötigt werden. Natürlich wollte Dalian keine kritische Kettenreaktion erreichen, sondern durch Anzahl und Justierung des Wolfram-Karbids unter sicheren Bedingungen herausfinden, wie der Demon Core worauf genau reagiert. Aber was dann passiert ist, ist wirklich unfassbar. Harry Dalian ließ versehentlich einen Wolfram-Karbid-Block auf den Demon Core fallen. Nach dem, was wir gerade besprochen haben, könnt ihr euch vorstellen, was das ausgelöst hat. Der Kern wurde plötzlich viel näher an die kritische Masse gebracht, es wurde eine unkontrollierte Kettenreaktion ausgelöst und eine immense Strahlung wurde plötzlich erzeugt. Harry Dalian entfernte den Block sofort, um die Reaktion zu stoppen, aber in dieser kurzen Zeit erhielt er bereits eine tödliche Dosis von Strahlung in Höhe von knapp 5,1 Sievert. Weniger als einen Monat später verstarb er an der Strahlenkrankheit. Jetzt würde man ja meinen, dass nach diesem Vorfall die Sicherheitsvorkehrungen am Los Alamos National Lab, wo der Unfall geschah, erhöht wurden. Nicht wirklich, muss man sagen, denn weniger als ein Jahr später, am 21. Mai 1946, geschah der nächste tragische Unfall, dessen Ablauf ja wirklich noch unfassbarer klingt. Der Physiker Louis Slotin, übrigens guter Freund von Harry Dalian, arbeitete am Demon Core. Das Experiment, das er durchführte, trug den Namen Tickling the Dragon's Tail, also den Schwanz des Drachen kitzeln.
Und es ist irgendwie genau das passiert, was man erwarten würde, wenn man den Schwanz eines Drachen kitzelt, nämlich eine Katastrophe. In diesem Experiment wurden zwei Halbkugeln aus Beryllium verwendet, die als Neutronenreflektor dienten. Also die Funktion erfüllten, die im ersten Experiment von den Wolfram-Karbid-Blöcken erfüllt wurde. Diese Halbkugeln wurden um den Demon Core herum platziert, um die Anzahl der im Kern verbleibenden Neutronen zu erhöhen und so die Nähe zum kritischen Punkt vor einer unkontrollierbaren Kettenreaktion zu untersuchen. Louis Slotin wollte in dem Experiment die beiden Beryllium-Halbkugeln langsam aufeinander zuführen und testen, wie der Demon Core reagiert. So weit so irre, und jetzt wird's wirklich bizarr, um zu verhindern, dass die beiden Halbkugeln vollständig zusammengesetzt wurden und den Kern so vollständig umschließen, was nämlich eine nukleare Kettenreaktion ausgelöst hätte, waren eigentlich Distanzhalter vorgesehen. Slotin nutzte aber irgendwann lediglich einen Schraubenzieher, um sie getrennt zu halten. Hier seht ihr gerade wieder eine Nachstellung des Experiments. Also ihr habt richtig gehört, vom nuklearen Fiasko und dem eigenen Tod trennte Louis Slotin nur einen Schraubenzieher zwischen den beiden Halbkugeln. Es ist irgendwie ein makabrer Gedanke, aber bei sowas denke ich mir immer, dass es kein Wunder ist, dass Männer im Schnitt kürzer leben als Frauen. Es kam dann auch schließlich, wie es kommen musste, und der Schraubenzieher entglitt ihm. Die beiden Halbkugeln umschlossen den Demon Core nun komplett und es entfaltete sich abermals eine kritische nukleare Kettenreaktion. Kollegen von Slotin beschrieben später ein blaues Glimmen um den Kern herum, die sogenannte Cherenkov-Strahlung, die auch in Kernkraftwerken sichtbar wird. Slotin spürte darüber hinaus einen sauren Geschmack im Mund und ein Brennen in der linken Hand. Und obwohl Slotin die Kugeln schnell wieder voneinander trennte und dadurch die überkritische Reaktion beendete, war es leider schon zu spät. Er starb nur 9 Tage später an der Strahlenkrankheit. Zwei unglaublich tragische und bizarre Unfälle, und was ich daran wirklich tragisch finde, ist, dass sowohl Dalian als auch Slotin als erfahrene Kernphysiker in dem Moment des Unfalls vermutlich schon wussten, was dieser kurze Moment der Unachtsamkeit bedeuten würde, nämlich den eigenen Tod. Schauen wir uns mal an, wie es sein kann, dass durch scheinbar so kleine Fehlgriffe die Strahlenbelastung direkt so immens hoch wird. Erstmal, die Kettenreaktionen, die während der tödlichen Unfälle mit dem Demon Core auftraten, waren nicht stark genug, um eine vollständige Kernexplosion auszulösen. Eine einsatzfähige Atombombe enthält noch wesentlich mehr Elemente als nur einen solchen Plutoniumkern, zum Beispiel noch verstärkenden Sprengstoff. Der Demon Core stand also nie kurz vor der nuklearen Explosion, aber erreichte einen Zustand, der als kritisch bezeichnet wird, in dem Fall im wahrsten Sinne des Wortes, muss man sagen. In einem solchen Zustand entsteht eine selbstständige Kettenreaktion, bei der sich die Anzahl der Neutronen in dem Material stabilisieren oder sogar langsam erhöhen kann. Aber nicht so schnell wie bei einer unkontrollierten, explosionsartigen Kettenreaktion. Ganz grob gesagt geschieht Folgendes. Die Kettenreaktion beginnt, wenn ein Neutron in den Plutoniumkern eindringt und von einem Plutonium-239-Atom aufgenommen wird. Dadurch wird das Plutonium-239 in Plutonium-240 umgewandelt und das ist instabil. Was passiert mit eurem Leben, wenn ihr psychisch instabil seid? Genau, es zerfällt komplett in seine Einzelteile. Irgendwie ist das ein echt deprimierendes Video. Daher zerfällt dann das Plutonium-240, indem es sich in zwei kleinere Atomkerne, sogenannte Spaltprodukte, aufspaltet. Bei diesem Prozess, den ihr sicherlich besser unter dem Namen Kernspaltung kennt, wird eine große Menge Energie in Form von Wärme und Gammastrahlung freigesetzt. Jetzt könnte man ja sagen, gut, dann wird halt ein bisschen Energie abgegeben, aber dann ist ja auch schnell wieder vorbei. Leider werden dabei Neutronen freigesetzt, die wiederum auf weitere Plutonium-239-Atome treffen und diese ebenfalls spalten, wodurch noch mehr Energie und Neutronen freigesetzt werden. Ihr seht, worauf das hinausläuft, eine exponentiell stärker werdende Kettenreaktion. Und genau das hat sich auch in den wenigen Sekunden abgespielt, in denen den beiden Forschern jeweils ihr neutronenreflektierendes Missgeschick unterlaufen ist. Die Geschichte des Demon Core zeigt also deutlich, mit was für einer immensen Kraft wir es bei der Kernspaltung zu tun haben. Ebenso erschreckend wie faszinierend. Das Thema ist aber auch relativ komplex und deswegen schreibt mir gerne alle eure Fragen, die ihr noch dazu habt, in die Kommentare. Ich versuche auf so viel wie möglich zu antworten, versprochen. Statt die Anzahl von Neutronen im Plutoniumkern würde ich gerne die Abonnentenzahl meines Kanals noch weiter in die Höhe treiben, denn ich stehe jetzt kurz vor den 150.000 Abonnenten. Falls ihr noch nicht abonniert habt oder Freunde und Verwandte kennt, die sich für den Weltraum interessieren, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir helft, das galaktische Ziel von 150.000 Abonnenten zu erreichen. Danke, Leute.
Eine ganz andere Form der Energie, die aber sogar noch zerstörerischer sein kann, schlummert im Yellowstone-Supervulkan. Und die NASA will nun einen Ausbruch dieses schlummernden Giganten verhindern. Alles zu dieser irren Geschichte und wann wir überhaupt mit einem Ausbruch vom Yellowstone rechnen müssen, habe ich euch im angezeigten Video erklärt. Klickt unbedingt mal drauf, ist sehr, sehr spannend. Und wer meine Arbeit unterstützen möchte, kann sich außerdem im Weltraumshop die Shirts aus dem Video, echte Meteoriten und vieles mehr holen. Jeder Kauf hilft mir, den Kanal weiterzuführen. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut, Leute!